Herzlich willkommen, meine lieben 1000PS TV-Zuschauer und ganz speziell grüezi, meine lieben Schweizer 1000PS TV-Zuschauer. Ich bin nämlich hier im Ace Cafe Luzern, wo heute das Indian Motorcycle Meet stattfindet. Worum geht's? Na klar, der Name sagt alles. Hier treffen sich Indien-Besitzer, Indien-Fans. Und ich habe nicht nur die Ehre, euch eine feine Auswahl an aktuellen Indien-Modellen zu präsentieren, sondern ich habe auch die Ehre, euch ein paar geile Kundenumbauten zu präsentieren. Ich habe auch die Ehre, euch ein paar geile Indien-Oldtimer zu präsentieren. Ich habe auch die Ehre, euch durch den Indian Scout und Scout Bobber Contest zu führen, den wir jetzt schon hören. Und ich habe schließlich die unfassbare Ehre, an diesem Indian Scout und Scout Bobber Contest in der Jury teilzunehmen. Also so viel Ehre ist nicht zu fassen. Geht schon los. Das Ace Café in Luzern bietet sich natürlich für so ein Event wie das Indian Motorcycle Meet besonders gut an. Das ist markenunabhängig, da kann sozusagen jeder eine Veranstaltung machen. Es ist aber doch sehr motorradbezogen oder motorradaffin, die Leute, die daherkommen. Und hier muss ich sagen, trotz relativ schlechten Wetters, es hat schon geregnet, jetzt haben wir ein bisschen Sonne, sind natürlich irrsinnig viele Leute gekommen, weil die Fans und die Besitzer dieser Marken sind einfach leidensfähiger, als man es ihnen irgendwie nachsagt. Die fahren einfach ewig weit und es sind auch zwei Herren aus Genf angereist, über 2 Stunden. Ich muss sagen, sie sind eigentlich blunzen, wie weit sie fahren. Hauptsache, sie kommen zu dem Event. Hier haben wir jetzt einmal die herkömmlichen, also nicht die herkömmlichen, aber die normalen Indian Scout und 2 Chieftain-Modelle. Also so, seht ihr, schauen sie aus, wenn sie noch nicht umgebaut sind, sind halt, man merkt schon, relativ schlanke Geräte, die auch wirklich nicht so viel wiegen, wie normalerweise Cruiser wiegen können. Das wird schon ein bisschen ärger, da haben wir dann die Chieftain Dark Horse, also richtig alles schwarz. Und da drüben für mich eine der leibendsten eigentlich, nämlich eine Chieftain Limited in einer Farbe, von der ich gar nicht gewusst habe, dass die original ist, wie die jetzt ausgeladen wurde. Oh mein Gott, das ist geil. Ich kenne sie in dem schönen Rot, wie ich sie auch fahren und testen durfte. Aber dieses Grün taugt mir schon sehr. Also Indien, so eine Marke, die natürlich mit den Cruisern und Tourern, so wie einer eben hier steht, schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn da das Design und die Lackierung so leibend gemacht ist. Ja, und da haben wir so einen hartgesottenen Indienfahrer. Ich muss dich noch erwischen, bevor du da abrauschst. Wie heißt du? Markus. Servus Markus. Ich sehe schon einmal, Helm passt super zur Scout, das ist eine Scout. Und was mir jetzt an deiner besonders gut gefällt, ich meine, bitte nichts Schlechtes denken, du hast da Handschellen hinten drauf. Wieso sind da Handschellen drauf? Ja, das ist das einzige Manko, das die Scout hat. Die hat kein Helmschloss, okay. Da nimmt man halt die Handschellen. Okay, und das hat aber jetzt nichts mit deiner Beziehung zu tun? Nee, nicht wirklich. Wie lange hast du da schon drauf? Also die waren vor 20 Jahren auf der ehemals Harley drauf, okay, und sind jetzt auf der Scout drauf. Ja. Sehr cool, danke Markus. Und du bist so ein hartgesottener, wie weit bist du gefahren und wie weit fährst du jetzt zu Hause? Ja, auf dem direktesten Weg 1,5 Stunden, so ein bisschen mit Umweg, vielleicht 2 Stunden in dem Wetter. Vielleicht noch ein bisschen länger. Aber ihr seht, sehr brav, sehr tüchtig. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Dankeschön. Er versteht mich nicht, er spricht nur Français, ich leider nicht. Aber wir können uns auch so verständigen unter Motorradfahren. Er kommt von Genf, Genève. Genève. Je suis le président IMRG Genève. Und er ist von Genf hier 2,5 Stunden hergefahren und fährt auch wieder heim, aber mit einer Roadmaster oder mit einem Roadmaster geht das gut. And show us your helmet. Wunderschön. So, und das ist einfach auch ohne Sprache möglich. Wir verstehen uns. Merci, merci. Das kann ich ja eh. Und da haben wir jetzt den zweiten Herrn aus Genf, der ein bisschen oder sehr gut Deutsch spricht. Danke, nein, ich spreche hauptsächlich auch Deutsch, ja, wenn möglich. Ja. Und ja, wir sind heute Morgen aus Genf gekommen mit unserem Präsident. Und ja, wir sind froh, diese Ausstellung zu sehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, überraschend. Leider das Wetter hat... Ja, aber ihr scheut kein Wetter offensichtlich. Was mich jetzt noch interessiert, der Präsident hat auch einen Regenquandl passend zu seinem Roadmaster. Ja, ja. Wieso hast du keins? Na, das ist in der Kiste. Okay, also ich werde mir vorbereiten, das Zwiebelkonzept mit verschiedenen Layers und Schritten und dann wir sind ready, um nach Genf zu gehen können. Dankeschön und Genf eine weite Strecke. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ja, danke. Merci. Indian Oldtimer habe ich euch auch versprochen. Die haben sich aber seltsamerweise, wie es zu Haring begonnen hat, plötzlich geschlichen. Vielleicht doch solche alten Motorräder nicht so geeignet für den Alltag. Es waren jedenfalls, also der liebe Marc, mein Kamerakind, war so schlau, auch aus Eigeninteresse, sie schon vorher abzufilmen, weil er auch gesagt hat, das schaut urgeil aus. Es war eine Indian Chief und eine Indian Scout, also wirklich eine alte, Baujahr weiß ich nicht, aber Traditionsmarke seit 1901, die können schon 1920 ungefähr gewesen sein. Die eine im Übrigen, also viele technische interessante Lösungen, aber die eine so ein ineinander, also zwei ineinandergreifende Zahnräder, die dann zur Dachowelle führen, also extrem leiwand gestaltet und schön gemacht. Ja, und damit aber der Übergang zu den zum Scout Bobber, also Scout Contest und Scout Bobber Contest, weil das ist keine ganz alte, das ist eine aktuelle oder eine normale, moderne Scout Bobber und die wurde von dem Teilnehmer des Contests so gestaltet. Es gibt im Übrigen zwei verschiedene Klassen in dem Contest. Diese hier dabei bei den Privatpersonen, die halt sozusagen mit den eigenen Maschinen anreisen, und Händler haben auch die Möglichkeit, hier ihre Umbauten des Scout oder Scout Bobber zu präsentieren. Und ich, ja eben in der Jury, habe ich schon erwähnt. Und damit ihr seht, wie die Rangordnung ist, 1000PS auf Platz 1. Also diese Wertigkeit und den Rang von 1000PS, den haben sie jetzt schon einmal verstanden. Also diese Scout oder Scout Bobber, weiß nicht genau, also einfach zu viel umgebaut ist, sage ich euch im Vertrauen den anderen eh nicht, dass sie sich nicht ein bisschen ärgern, ist mein Favorit, muss ich so sagen, von einem Privatier sozusagen, also die Händlerumbauten in der Regel dann noch ärger, da spielt ja dann Geld gar keine Rolle mehr, aber die von einem Privatier und ja, ich meine, die Lackierung mit dem Türkis, das ist für mich halt leider auch eine meiner Lieblingsfarben. Muss dann eh alles bewerten, vielleicht schneidet es dann ja bei den Kollegen auch gar nicht so gut ab, wir sind eine fünfköpfige Jury, aber auch der Fender vorne, das ist für mich so typisch Indien, dieses stark verkleidete Radl mit diesem geschwungenen Kodara, taugt mir extrem. Daran merkt man, wie die Schweizer, wie so oft merkt man, wie die Schweizer es genau nehmen mit den Umbauten und mit der Gestaltung ihrer Motorräder, ist total glaubwürdig, total authentisch und aber eben eine moderne Scout oder Scout Bobber. Genial, taugt mir voll. So, ich hoffe, es rächt sich nicht, dass ich so wichtig bemerkt habe, dass ich die Nummer 1 der Jury bin, weil wenn ich dann womöglich erklären muss, warum ich die eine oder andere Wertung abgegeben habe, muss ich das ja eh irgendwie rechtfertigen. Jedenfalls, mein Gott, bin zum ersten Mal in einer Jury, muss das jetzt da nach sehr vielen Kriterien bewerten. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so eng gesehen wird, aber doch, es sind eben 8 verschiedene Dinge, die ich bewerten muss, eben Kunststoff und oder Metallverarbeitung. Für mich eben sehr wichtig, Lack, Lackausführung. Und da hat die Nummer 106, die ja eigentlich sehr relativ dezent ausschaut, für mich schon ziemlich viele Punkte bei der Lackarbeit bekommen, weil das schaut aus, als wäre da Schnee draufgefallen mit diesem Flitter drunter, also sehr aufwendig. Innovation möchte ich, muss ich auch bewerten und das ist bei mir natürlich auch ganz leiwand, dass da ein Sattel drauf ist, ohne Polster, das ist eindeutig ein Tourenmotorrad. Fahrwerk, Schweden Gold Öhlins, geht bei mir jetzt nicht so recht in die Wertung rein, weil das kann ja eigentlich jeder machen. Aber insgesamt das Aussehen und dann die Verkabelung soll ich auch bewerten. Ja, Kabel sind dran. Also für mich ist das dann einfach Schulnotensystem, Schweizer Schulnotensystem 1 bis 6. Gebt denen halt einen Dreier, wenn mir das jetzt nicht so auffällt, dass da irgendwas an der Verkabelung geändert worden wäre. Aber ich bin schon neugierig. Es wird ja dann sozusagen von uns 5 Jurymitgliedern in einen Pott geworfen, die jeweilige Meinung. Und daraus werden dann die besten 3, sowohl bei den Händlern als auch bei den privaten Leuten, bewertet. Und dazu kommen wir dann ein bisschen später. Nach langem Überlegen und ans schweizerische Schulnotensystem erst einmal gewöhnen müssen, habe ich es geschafft und meine Wertung der Bikes abgegeben. Auch die anderen Juroren haben sich entschieden und die Schlacht ist sozusagen geschlagen. Es haben 2 Bikes den ersten Platz gemacht. Es waren ja 2 Wertungen, die private. Und neben mir der Janik von Simota für die Händlerwertung, weil der Herr, der in der Privatwertung gewonnen hat, der kann wieder nur Französisch. Das ist in der Schweiz halt nicht so einfach. Ich kann es nicht. Deswegen aber, Janik, kommst du zum Vergnügen, mit mir alleine hier auf der gemütlichen Couch zu sitzen. Und gewonnen hat euer Bike, das den einfachen Namen 71. Die 71. 71. Einige Bikes nicht so ganz, wie soll ich sagen, nicht in meiner Reihenfolge, eigentlich auch die 71 nicht. Allerdings hast du mir dann erklärt, dass das schon gerechtfertigt ist, weil einige Sachen, zum Beispiel das mit dieser Verkabelung, ne? Ich sehe da die Bremsschläuche außen und denke mal, ja, das ist ja nicht viel anders gemacht, aber bei eurem Bike ist schon was anders gemacht. Genau, wir haben den Mini-Ape-Lenker vormontiert und natürlich alle elektrischen Kabel und das Zeug haben wir im Lenker verleiht, sodass man nur noch Bremsleitung und Kupplungsleitung sieht. Das ist natürlich relativ aufwendig. Das braucht ein paar Stunden, ja, bis man das hat. Und was habt ihr noch alles gemacht? Dann haben wir noch eine LED-Lampe von Indien verbaut und ein Gabelerhöhungskit verbaut, dass man ein bisschen mehr Kurven kann. Dann haben wir beim Motor alle Schrauben und Indien-Logos mit Rot lackiert. Dann haben wir noch einen anderen Auspuff montiert, dass es ein bisschen besser tönt, und einen dünneren Auspuff, sieht ein bisschen besser aus. Dann haben wir natürlich noch einen anderen Sattel, einen sogenannten Bobbersattel verbaut, der ein bisschen freischwingend aussieht. Unten dran gerade Bremsen, Bremslicht und Blinker montiert. Dann haben wir noch einen seitlichen Nummerhalter montiert, der ein bisschen besser aussieht. Und vorne natürlich auch noch Blinker haben wir im Lenker in den Griff montiert. Das, muss ich gestehen, hat man auch sehr taugt mit den Blinkern. Und, na klar, das ist ja für mich persönlich die Schwachstelle an der Indian Scout, das Heck. Ja, ich möchte nicht hässlich sagen, aber habt ihr natürlich viel schöner gemacht. Janik, jetzt bist du total stolz, oder? Ja, wir sind sehr stolz, ja. Unser Mechaniker ist leider nicht da, der die grösste Arbeit gemacht hat. Aber ich werde ihm das sicher ausrichten und auch den Pokal überreichen. Ja, für dich passt es doch eh voll, oder? Nichts gemacht und trotzdem den Preis abgestaubt. Nimm ihn in die Hand. Du darfst jetzt ruhig stolz sein. Und ja, mit Janik nettes Plaudern und wie wichtig das eigentlich ist bei solchen Umbauten, dass man auf die Details achtet, habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe auch gelernt, dass nur schlechtes Wetter so Indienfahrer nicht davon abhält, herzukommen. Natürlich hätte mehr los sein können, aber es sind Leute mit über 2 Stunden an und dann gleiche Zeit auch wieder Abreise gekommen. Das finde ich schon sehr leiernd und war ein nettes Festl sozusagen da jetzt im Ace Cafe. Herinnen ist ja viel wärmer als draußen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier beim Indian Motorcycle mit wird nächstes Jahr ja wieder sein. Ihr werdet auch wieder was umbauen, nehme ich mal an. Also wir sind schon gespannt. Ihr bleibt dran, schaut unsere anderen 1000PS YouTube-Videos, abonniert unseren Kanal und viert euch. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, wie sagt man in der Schweiz? Tschüss. Tschüssi und tschüss, na passt ja. Viert euch.